Ich möchte jetzt ein etwas komplexeres Beispiel zeigen, wie man über eine Matrix in Python laufen kann und dort unterschiedliche Werte prüfen kann und dann auch Ausgaben erzeugen kann. Die Matrix, die wir uns vornehmen, die sieht folgendermaßen aus. Wir haben eine Liste von Kunden und in jeder Zeile, die wir hier haben, steht für jeden Kunden die Nummer drin, der Name und ein bestimmter Umsatz, der mit dem Kunden erzielt wurde. Und das ist jetzt eine Art Matrix, die wir hier haben, wo wir also in jeder Zeile mehrere Werte eingetragen haben und auch unterschiedliche Datentypen, die wir hier enthalten haben. Und wir werden gleich sehen, dass wir in Python relativ einfach damit umgehen können. Als erstes möchten wir, um hier ein bisschen die Ausgabe zu erzeugen für diese Liste, mal über alle Kunden drüber gehen mit einer Schleife und alle Kunden einzeln mit ihrer Nummer, ihrem Namen und ihrem Umsatz ausgeben. Und dafür schaffen wir uns eine Schleife. Wir geben vielleicht erst einmal aus, dass wir jetzt alle Kunden ausgeben möchten. Und danach starten wir die Schleife und machen wieder eine Schleife, bei der wir uns einzeln die Kunden herausgreifen. Aus der Liste Kunde mit Umsatz. Und für jeden diesen herausgegriffenen Kunden möchten wir einen Ausdruck machen, nämlich von der Nummer. Dann hängen wir die Nummer an und die finden wir bei ein Kunde. Jetzt haben wir sozusagen einen Teil dieser Matrix in der Hand, nämlich die erste Zeile mit den Einträgen 1, Müller und 3500 beim ersten Durchlauf. Und dementsprechend greifen wir in diese untergeordnete Liste rein und dort an den Index 0. Schauen wir uns das gleich nochmal an, wie das im Einzelnen dann zu verstehen ist. Den Namen holen wir uns aus dem Index 1 und den Umsatz holen wir uns aus dem Index 2. So. Wie ist das jetzt zu verstehen mit den verschiedenen Indizes? Wenn wir einen Kunden uns rausgreifen aus dieser eigentlichen Liste Kunde mit Umsatz, dann greifen wir uns bei ein Kunde einen solchen Satz heraus. Also einen Datensatz, der besteht aus 1 Müller 3500 beim ersten Durchlauf und beim zweiten Durchlauf dann aus 2 Schulze 10.000 und so weiter. Ja, wir greifen uns also zeilenweise diese Blöcke hier heraus und in jedem Block sehen wir, dass nochmal drei Einträge enthalten sind und diese drei Einträge referenzieren wir mit der 0 für die Nummer des Kunden. Also dieser Eintrag ist dann jeweils der 0. Eintrag, die 1 für den Namen, ja, und die 2 für den Umsatz, so wie Sie das hier sehen. Und das führt uns jetzt erstmal nur zu einer Ausgabe aller Kunden mit Name und Umsatz und ihrer Nummer. Das machen wir einfach mal. Und Sie sehen, das, was erwartet wird, wird auch ausgegeben. Also die Nummer, der Name und der Umsatz, den wir hier in der Liste drinstehen haben. Und jetzt wollen wir vielleicht nur Einschränkungen machen für die Kunden, die wir tatsächlich ausgeben möchten, nämlich, dass wir sagen, wir möchten nur die besonders umsatzstarken Kunden hier heraussuchen und mit ihrem Namen ihre Nummer auflisten. Das heißt, wir müssen eine Bedingung hier einfügen, bei der wir sagen, na, nur wenn der Kunde größer 10.000, sage ich mal, einen Umsatz hat, dann soll er ausgegeben werden. Und um genau das zu machen, können wir uns jetzt diese Schleife wieder greifen. Nehmen. Machen nochmal eine Beschriftung für diesen Ausgabeteil. Alle Kunden, Umsatz größer gleich 10.000 ausgeben. Die Schleife startet zunächst gleich, aber wir geben nicht sofort den Kunden aus, sondern wir prüfen erst,
und geben nur dann aus, wenn ein Kunde, also wieder den Kunden, den wir einzeln uns herausgreifen, und dort speziell die Position 2, also hier 0, 1, 2, dort speziell die Position 2, verglichen wird mit diesem größer gleich 10.000. Ja, also wenn wir einen Umsatz von größer gleich 10.000 vorliegen haben, dann soll diese Ausgabe passieren. Ja, die Ausgabe können wir uns wieder hier von oben runterziehen. Das ist genau die gleiche Ausgabe, die wir hier machen müssen. So, und das heißt, wir würden jetzt erwarten, dass der Kunde Schulze und der Kunde Riedel in dieser Ausgabe landen. Ja, durch die Markierung hier, alle Kunden mit Umsatz, erkennen wir, in welchem Bereich wir uns gerade befinden mit der Ausgabe. Wir starten das. Wir sehen die erste Ausgabe, die wir vorhin schon hatten, und dann kommt die eigentlich interessante Ausgabe, die wir jetzt hinzugefügt hatten. Kunden mit Umsatzgröße gleich 10.000. Da haben wir also den Kunden Schulze und den Kunden Riedel, die wir hier ausgegeben haben. Ja, da haben wir also nur die rausgesucht, die den Umsatz größer gleich 10.000 haben. So, und jetzt haben wir die einfach ausgegeben. Jetzt könnte es vielleicht auch noch wichtig sein, sich die Kunden zu merken. Wieder zu merken, welche Kunden sind jetzt besonders umsatzstark oder vielleicht auch umsatzschwach. Ja, jetzt drehen wir es mal um. Jetzt interessieren wir uns vielleicht für die umsatzschwachen Kunden und die möchten wir uns merken in einer Datenstruktur. Und dafür legen wir uns erstmal eine neue Datenstruktur an. Wir markieren vielleicht mal hier diesen Bereich im Programmcode. Möchten uns die Kunden mit dem Umsatz kleiner 5.000 heraussuchen und in einer Liste merken. Und die Liste, in der wir uns das merken, soll jetzt heißen umsatzschwache Kunden. Und wir gehen wieder genau in der gleichen Art über die Liste, können also uns das wieder kopieren. Und jetzt machen wir auch wieder eine Bedingungsprüfung auf dem Umsatz. Ja, das heißt, wir können uns auch diesen Teil kopieren. Allerdings den zweiten Teil der Bedingungsprüfung müssen wir ein kleines bisschen ändern. Es geht ja hier darum zu erkennen, welche Kunden haben einen Umsatz kleiner als 5.000. Und wenn das der Fall ist, dann wollen wir hier in diesen Bereich eintreten und dann wollen wir in der Datenstruktur umsatzschwache Kunden diesen Kunden anhängen. Also mit Append anhängen ein Kunde. Das ist der Kunde, den wir dann jeweils gerade in der Hand haben. Wenn wir uns vorstellen, wir laufen über alle Kunden, wir nehmen den Kunden Müller, prüfen den Umsatz, Kunden Schulze, prüfen den Umsatz, Lehmann und so weiter. Und wenn wir einen Umsatz kleiner als 5.000 hier registrieren, dann speichern wir diesen Kunden, also den Datensatz aus der Nummer, Namen und Umsatz in dieser Liste umsatzschwache Kunden. Und das war es schon, um die Kunden erst einmal rauszusuchen und sich in der Liste zu merken, umsatzschwache Kunden. Und um hier ein bisschen was zu sehen, fügen wir noch eine Ausgabe an für die Ausgabe dieser umsatzschwachen Kunden, damit wir auch sehen, welche herausgesucht wurden. Da markieren wir zunächst mal wieder den Bereich. Ja, jetzt möchten wir also in unserer Ausgabe die umsatzschwachen Kunden ausgeben. Dann gehen wir wieder über eine Datenstruktur. Achtung, jetzt aber nicht über die Datenstruktur Kunden mit Umsatz, sondern über die Datenstruktur umsatzschwache Kunden. Und jetzt können wir, da wir hier die ganzen Datensätze wieder reingepackt haben in diese Datenstruktur umsatzschwache Kunden, in diese Variable umsatzschwache Kunden, können wir wieder diesen Ausdruck für das Print benutzen, weil die an genau der gleichen Stelle auch platziert sind. Und dann würde die Nummer, der Name und der Umsatz hier ausgegeben werden für ein Kunde an der Position 0, 1 und 2. Und das führen wir mal wieder aus. Und wir konzentrieren uns auf den letzten Bereich dieser Ausgabe, umsatzschwache Kunden, also die Kunden mit einem Umsatz kleiner 5.000. Das sind die Kunden Müller und Dietrich. Und Sie sehen, dass wir uns alle gemerkt haben in dieser Liste umsatzschwache Kunden. Und die haben wir dann ja am Ende ausgegeben mit dieser kleinen
Markierung, Hervorhebung, das ist jetzt die umsatzschwachen Kunden sind und den Informationen über diese Kunden. So, damit haben wir also gesehen, wie man aus einer Matrix, aus einer Liste, die aus einzelnen Listen besteht, uns nach bestimmten Kriterien die Datensätze heraussuchen können und auch dann bestimmte Datensätze uns merken können in einer anderen Datenstruktur, die wir dann vielleicht einer Weiterverarbeitung zuführen.